Ey, Mann, ey, Ron, du alte Arschgurke. Was? Ach du meine Scheiße, es gibt sogar Harry Potter und der Duden. Ja, das ist eigentlich nur ein ganz normaler Duden, wo vorne dein Bild drauf ist, sonst hat sich nichts verändert, außer dem Preis. Ja, warum kaufst du dir das denn? Ich weiß es nicht. Ach, ich wünschte, ich hätte so viel Geld, dass ich zum Fenster rausschmeißen könnte. Okay, hier. Oh, danke. Hui. Sorry, Dad. Mach nichts, mein Junge. Harry, wenn du so arschviel Geld hast, warum kaufst du dir nicht einfach alles, was du willst? Ich würde das machen. Nein, ich spare das für später. Für meinen Führerschein und für ein Auto. Und für Disneyland. Disneyland? Ja, ich habe mir immer gedacht, wenn ich mal arschviel Geld habe, dann würde ich mit all meinen Freunden nach Disneyland fahren. Einfach so, weil es das Klischee ist. Und dann Mickey-Maus-Ohren kaufen und Teetassen-Karussell fahren und irgendwelchen Pennern in schlechten Kostümen die Hand schütteln. Jetzt mal nur als Beispiel. Was wäre, wenn deine Freunde rein theoretisch absolut gar keinen Bock auf Disneyland hätten? Genau, es gibt außerdem einen Harry-Potter-Themenpark. Na, auf jeden Fall will ich meinen Freunden auch irgendwas gönnen. Jeder darf sich was wünschen, was er unbedingt haben will. Weltfrieden. Was? Das willst du wirklich? Mir ist das scheißegal, wenn irgendwo ein Niggerkind krepiert. Ich will eine Villa mit Swimmingpool und Heimkinoanlage und einen Ponyhof. Was ist? Werbung. Ja, ich hätte gerne ein Happy Meal. Bitte. Mit Weltfrieden, ohne Käse und dem Spielzeug, das Musik macht und fliegen kann. Ja, 13 Milliarden Euro bitte. McDonald's. Ich liebe es. Morgens 9:30 in Deutschland. Oh nein, du Knoppast! Oh mein Gott! Harry, was ist los? Ich hatte gerade eine Vision von einer Frau, die sich an einem Knoppers verschluckt hat. Wenigstens hast du nicht von Voldemort geträumt. Nein, weißt du nicht mehr? Ich sehe in meinen Träumen Dinge, die Voldemort mit seinen Augen gesehen hat. Das heißt, er ist gerade in Deutschland? Ich habe gar nichts von Deutschland gesagt. Oh. Währenddessen bei Lord Voldemort. Knopperswerbung. Langweilig. 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 Titten. Langweilig. Oh, mein Lord. Könnten wir auch mal wieder Muggel umbringen und nicht immer nur Fernsehen? Was soll das heißen? In einer guten Beziehung kann man auch einfach mal nur zusammen auf dem Sofa sitzen und Fernsehen, ohne immer irgendwas zu unternehmen. Aber wir machen seit Wochen nichts anderes. Was ist mit Harry Potter? Wollt ihr ihn nicht mehr umbringen? Ja, dieser kleine dreckige Bengel wird meinen Zorn wieder zu spüren bekommen. Es folgt der Lassie-Filmmarathon. Oh, aber erst nach der Sendung. Am nächsten Tag lief der Lassie-Filmmarathon immer noch und Molly und Arthur Weasley brachten die Kinder zum Bahnhof. Und zwar zum berühmten Gleis 4.